über die ganz gezielt geplante Ausbildung der Kinder, Nein, nein, die sie ja sind. darauf ausgesetzt ist, dass eben die oberen Etagen zu lernen, zu kommunizieren und die unteren Etagen lieber nicht. Genau, das Problem ist doch, dass der Mensch ein Herdenfisch ist. Da ist der A-Typ, der will regieren, kommandieren und befehlen. Der will die Macht haben. Der B-Typ, dem das zu viel Arbeit und zu viel Mühe macht, der unterstützt den A-Typ. Und der C-Typ, der ist die Masse, die große Masse, die Hilfe braucht, weil sie nicht genug weiß und die überzeugt werden kann, sobald jemand sich vor ihre Nase stellt, hier komm nach, gehen Sie nach, weil das der einfache und sichere Weg ist. Und dann gibt es noch einen D-Typ, meiner Meinung. Das sind die Leute, die absichtlich falsch informieren, um Markt zu haben. Aber das Gros ist der C-Typ und der C-Typ braucht den Glauben. Da liegen, sind die Menschen, die Religion brauchen. Religion ganz gleich welcher Art. Sie brauchen etwas, wo sie glauben können, das ist da draußen und das wacht über mich und hilft mir. Also Das ist unser Problem. ja. Und das ist Also ein Problem. die Lösung, das finde ich hervorragend. Ein Schulungsprinzip in der Schule einführen, für das braucht es Sponsoren, für das braucht es die Überzeugung der Politik. Das wird unter Umständen relativ schwierig und lang, ein Langzeitprojekt. Ein ganz langes. Das geht 10 Jahre, 20, 30 Jahre. Für eine Vielleicht Generation. ist es aber mit Hilfe des Internets schneller möglich, wenn Ja. wir außerhalb der Schule, es gibt ja Plattformen für Kinder, wenn wir dort ein Schulungsprogramm im Internet zur Verfügung stellen könnten, das sich dann übers Internet verbreitet. Ich glaube, das wäre eine hervorragende Idee, weil die Politik könnte diese Lehrertypen zwingen, einen monatlichen Bericht abzuliefern, dass sie die Programme hören und sehen. Mehr nicht. Darüber können sich alle Politiker einigen. Der nächste Schritt nicht. Aber das, und wenn dann das im Internet den Leuten beibringen würde, was man alles zu lehren hat und dass man die Verpflichtung hat, dann kommt man vielleicht auch etwas mehr an die Jugend. Um sie dahin zu bringen, dass sie wissen, worum es eigentlich geht. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass die 70 Jahre erst vergangen sind, seit, nein, nicht 70 Jahre, 64, 68, 67, 40, 50 Jahre erst vergangen sind. Seit der sogenannten 68er-Generation. Und das Was sind war ja, für dich dort spezifisch die 68er Generation? das waren ja die neuen Revoluzer, die sich gegen das alte Regime aufgelehnt haben. Die sind ja mehr oder weniger verschwunden. Und wenn man überlegt, dass die wirklich rasante Entwicklung der Technologie, der IT, erst rund 35 Jahre alt ist und sich dann darüber im Klaren ist, dass nach den Geschichtsbüchern, den Berichten, ein Menschenalter, Jesus, 36, 33 Jahre alt wurde. Also ein Lebensjahr. Jetzt werden wir, wie man an dir sieht, dreimal Ja. so alt. Ja, dreimal so alt. Also das Internet Auf wo bietet wir angefangen haben. kurzfristig sicher die Chance. Ich bin mir auch ganz sicher, es gibt diese Ausbildungsplattformen bezüglich Kommunikation schon im Internet.
Und wenn es sie noch nicht gibt, bitte sucht diese Plattform. Wenn es sie gibt, ist okay. Wenn es sie noch nicht gibt, sind wir natürlich noch so froh, wenn ein Sponsor oder Unterstützer kommt, der das mithilft ins Leben zu rufen. Vor allem geht es ja nicht ohne die Aufklärung über die kulturellen Unterschiede. Das gehört in dieses Programm rein. Das ist ein Italiener Grund, spielt mit ein Spanier. Ein Grundelement. Asiat spielt mit Europäer und so weiter. Ja. Das ist vielleicht der Start von diesem hoffentlich unterhaltsamen Ausbildungsprogramm. Ja, und vor allem erklären, was in den letzten Jahren auf diesem Gebiet bereits alles im positiven Sinne passiert ist. Ja. Ich meine, dass wir in Amerika einen farbigen Mann als Präsidenten haben. Und das ist das, immer noch, Amerika ist jetzt schon wieder das größte, das mächtigste Land der Welt. Und da sitzt mit mehr Power als irgendwo anders ein Mann. Und der ist. Also eines ist sicher, die Amerikaner wissen, wie man kommuniziert, ja, und wie man Marketing macht. Da sind sie absolut führend. Ja. Das ist ganz sicher so. Und wenn man jetzt dieses Know-how nutzen könnte für friedliche Zwecke, mehr noch? Die friedlichen Zwecke ergeben sich, wenn ich den jungen Menschen klar machen kann, was alles schon passiert ist, was die Menschheit alles schon gemacht hat und was man eigentlich, sobald man es hört, weiß, das sollte man nicht. Mhm. Wenn ich ihnen das beibringen kann, ich habe es ja selber erlebt bei meinem letzten Buch, wie meine Mitarbeiterin mir immer wieder gesagt hat, du, das ist alles sehr gut, aber viel zu kurz, du musst da mehr sagen, weil unsere Generation, nämlich ein Drittel deiner, das ja gar nicht weiß. Ja. Und da liegt der Wurm begraben. Ja, und natürlich die Freude am Forschen, Suchen und Studieren zu mitteln auf breiter Basis. Ich glaube, die ist heute im technischen Sinne voll verbreitet. Nur im technischen Sinne. Jawohl. Die jungen Menschen hocken alle vor dem PC und in Facebook oder in Gott weiß wo spielen sie herum und suchen. Und den Kindern muss man versuchen zu verbieten, zu viele Crime Stories zu sehen, mhm, und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die Technik ist absolut da und auch das Interesse an dem Kasten zu sitzen. Ja. Nur man muss den Menschen beibringen, wie sie besser an dem Kasten sitzen. Und sie zwar müssen an dem Kasten, nicht nur am Handy. Mhm. Okay, ich glaube, wir können das Gespräch abschließen für den Moment. Für mich zusammenfassend, wir haben eine ganz schwierige Situation auf der Erde, mhm, wie sie so noch nie da war, sehr wahrscheinlich, dank oder wegen den technischen Hilfsmitteln, mhm, und mit den technischen Hilfsmitteln. Und irgendwie ein Wettlauf mit der Zeit. Also, absolut. Ich kann nur von mir aus sagen, ich habe mal mit meiner kürzlich leider verstorbenen Frau, die 21 Jahre jünger war, abgemacht. Sie hat damals gesagt, sie kann erst mit 80 Jahren Witwe werden. Dann habe ich gesagt, muss ich 100 machen, die mache ich. Und ich bin jetzt in meinem 93. und habe noch ein Buch über ihre Arbeit fertigzustellen und noch ein zweites Buch über psychologische Kriegsführung zu schreiben. Und ich hoffe, dass ich diese Arbeit, die ich mir vorgenommen habe, noch bis zu meinem 100. Lebensjahr machen kann und gebe mir Mühe, der Jugend zu helfen, die Zukunft zu meistern. Mehr kann ich nicht. Wunderbar. Vielen Dank, Tobi. Das ist doch ein ganz schönes Abschlusswort.
Vielen Dank auch fürs Zuschauen.